Im Berner oberländischen Gwatt über dem Thuner See und der Stadt Thun hat die Olympiasiegerin, Geschäftsfrau und Mutter Tanja Frieden mit ihrem Partner Mark Ramseyer ihr Elternhaus aufwendig renoviert. Äußerlich bilden Erneuerungen und Ausbau des Daches durch die Solarholzbauer den klaren Schwerpunkt. Die umfangreiche Nutzung von Solarenergie bedeutete für die Familie auch Umstellungen im Alltag. So werden zum Beispiel Waschmaschine und Geschirrspüler neu tagsüber betrieben. Die Dachaufbauten schufen Raum, unter anderem für ein geräumiges, lichtdurchflutetes Schlafzimmer mit Ankleide und eigenem Bad. Der Duschbereich und die Waschtische aus Onyxstein stammen aus Indonesien, der zweiten Heimat von Mark Ramseyer. Genauso wie auch die Arbeitsplatte und die Rückwand in der schönen, maßgeschreinerten Küche. Dank dem Hinweis einer Feng Shui-Beraterin wurde der Wohn-Essbereich durch das nach außen Versetzen der Eckwände beim Esstisch noch vergrößert. So gewann das neu sehr offene, helle Erdgeschoss noch mehr Raum, Licht und Ausblick. Durch den extravaganten Mix aus exotischen und heimischen Materialien und Farben lässt das Paar seine gelebte Internationalität erkennen. Mit den ausnahmslos farblich, zumindest leicht getönten Wänden bringt Tanja Frieden auch ihre norwegischen Wurzeln in den von ihr selbst als schweizerisch-skandinavisch-asiatisch-puristisch bezeichneten Wohnstil mit ein. Die Familie ist mit dem Ergebnis der Sanierung sehr glücklich und fühlt sich sehr wohl. In einem weiteren Ausbauschritt planen die beiden Ex-Profisportler, zu deren Lebensverständnis ein offenes Haus gehört, einen großen Gästetrakt einzurichten, welcher später allenfalls auch von Sohn Luam genutzt werden könnte.